Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und heute heißt es mal wieder Povrot Goes PvP. Ich habe ja in der letzten Folge Kühe und Schweine und Hühner gesammelt und Schafe. Und das mache ich wieder in der nächsten Folge. Aber in dieser Folge habe ich gesagt, ich mache mal wieder PvP, um euch ein bisschen Abwechslung zu bieten. Und ich habe mir jetzt hier ein Game ausgeguckt, das heißt Cowboys and Indianas. Auf dem Hive-Server. Und ich habe das Spiel halt noch nie gespielt. Und von daher bin ich einfach mal gespannt. Ich joine jetzt hier mal. 145 Sekunden, also 2 Minuten, dann geht's los. So wie ich das verstanden habe, werden wir in 2 Teams geteilt. Und dann heißt es, den gegnerischen Leader irgendwie zu töten. Und wer zuerst 4 Spiele gewinnt, gewinnt irgendwie das ganze Match. Und ich bin gespannt. Wieder eine neue Erfahrung, die ich mit euch teile. Oh yeah. Es gibt so viel zu entdecken bei Minecraft. Also ich bin, glaube ich, jetzt erst an der Spitze des Eisbergs angelangt. Und darunter ist noch so, so viel. Crafting-Rezepte kann ich natürlich nicht alle. Games kenne ich natürlich nicht alle. Oh, nur noch 27 Sekunden. Hat das irgendwer beschleunigt? Könnte sein. Also ich bin jetzt gespannt. Ich bin gespannt, ob mir dieser Modus gefällt. Ich bin gespannt, ob ich natürlich sofort mit diesem Modus zurechtkomme. Auch das ist oft mal ein Problem bei mir. Aber Spaß haben werde ich auf jeden Fall. Und ich denke, das ist das, was ihr sehen wollt. So, Papi wird Spaß haben. Hoffentlich. Aber ich habe ja auch manchmal Spaß, wenn ich sterbe. Also Hauptsache, ich bin nicht nur am Fieden. Oder wie auch immer. So, wie sieht's aus? Ich habe ein Holz... Ich habe ein Holzschwert. Aha, ich habe Bogen. Description, player, remember... Play a game. Okay, noch kann ich... Warte, ich hatte doch eine Sprinttaste. Oh, da ist sie. Yes, ich sprinte. Genauso soll es laufen. So, keine Ahnung, was jetzt genau zu tun ist. Was? Was bin ich denn jetzt? Bin ich Indianer? Bin ich Cowboy? Bin ich Noob-Team? Keine Ahnung. Oh, da sind die Gegner. Nice. Aha, der versteckt sich, okay. Hab. Ich versuche jetzt eher mit Bogen auf Distanz die Gegner abzuschießen. Und... Hab, eine Wand! Eine Wand zu stellen. Alter! Wie gierig! Wie gierig! Wiederbeleben! Hab ich... Ich hab wieder Pfeil und Bogen! Oh ja, und das mag ich am liebsten. Hä? Was geht denn hier ab? Hä? Habe ich das jetzt... Habe ich dieses Spiel jetzt richtig verstanden oder nicht? Cowboys One. Indianas One. Hm. Also auf jeden Fall ein Modus, wo man schon mal schnetzeln muss. Finde ich prinzipiell gut. Erinnert mich ein bisschen an One in a Chamber. Aber so hundertprozentig ist das natürlich nicht der Modus. So, ich gehe mal oben lang. We protect Leader. Wie sehe ich denn, wer der Leader ist? Bin ich der Leader? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich habe keine Pfeile mehr. Habe ich die alle verballert? Nicht wirklich, oder? Na komm, egal. Hauptsache, es wird ein bisschen geschnetzelt. Und da bin ich drin. Alter, und schon wieder bin ich tot. Egal. Einfach wieder ab ins Getümmel. Ab ins Getümmel. Cowboys and Indianas. Und ich weiß nicht mal, wer ich bin. Ganz ehrlich. Noob Boss. Ey, Mann, ich bin mir echt nicht sicher. Bin ich vielleicht... Bin ich vielleicht der Boss? Ich schreib's mal. Who is Boss? Mal gucken, ey, wenn es jetzt heißt, dass ich der Boss bin. Alter! Komm schon! Yes, 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 yes! Und ich habe wieder 5 Pfeile. You gain 5 points for killing your kills. Ich habe erst einen getötet, Alter. Aber 5 Punkte für Papi. Okay, die ganze Zeit stirbt irgendwer.
Wer ist der Boss? Also, das habe ich irgendwie noch nicht begriffen. So, erstmal sprinten hier. Komm, schön die Pfeile in sie reinrammen. Hab ich gerade irgendwer angegriffen? Hopp, 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 hopp. Ich habe immer noch keinen getötet. Lol, ich habe immer noch nur einen getötet. Egal. Los geht's. Papi, lauf. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Achso, hier. Das ist doch die Base. Yeah. Also mit der Sprint-Taste ist das schon mal ziemlich geil. Aber wieder so ein ganz, ganz neuer Modus. Wer ist der Boss? First team to get four captures win. Bisher gibt es jeweils nur ein Capture. Schön. Up. Jetzt hier ausweichen. Und ran jetzt. Und jetzt ran an den. Was mit diesen Spinnenweben? Das ist auch ziemlich fies. Und ziemlich cool. Was habe ich denn hier noch? Invisible Dust? Ist das geil? Was war ich jetzt unsichtbar? Lol, ich habe mich schon gefeiert. Ich habe meinen zweiten Kill. Und bin sofort tot. Shit. Alter, immer noch jeweils nur ein Capture. Das scheint ein langes Spiel zu sein. Vier Captures, um das Ganze zu gewinnen. Ich verstehe aber noch nicht, was man genau capturen muss. Your Captures, Your Kills, Game ID. Okay, die ID hilft mir jetzt gerade nichts. Also, dass ich. Ich habe wieder einen getötet. Drei Kills. Oh. Schön auf die Entfernung. Boom. Und boom. So, wieder sprinten. Junge, ich habe aber das Gefühl, unser Team ist besser. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich hab wieder 5 Kills! Alter, ich werd richtig gut. Wenn man das als gut bezeichnen kann. Los geht's! Hol dir den nächsten Papi! Einfach, wenn ich Pfeil und Bogen habe, dann nutze ich das auch. Was, das Spiel ist in. Das Spiel ist gleich vorbei? Alter, was denn mit. Okay, er ist tot. Nice. Ja! Lauf, Papi! Und jetzt hier hoch! Und jetzt komm! Hilf deinem Mate! Hilf ihm! Hilf ihm, hilf ihm, hilf ihm! Hep, 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 hep. Junge, Hauptsache man hilft seinen Leuten. Hauptsache man hilft seinen Leuten. Ich hab wieder einen getötet. Junge, was ist mit mir los? Was ist mit mir verdammt nochmal los? Komm schon. Ich laufe dem jetzt hinterher. Bam! Und runter! Und runter! Ist er tot? Ich glaube, er ist gestorben, oder? Oh, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Nein, ich bin im Spinnweben gefangen! Junge, das mit dem Spinnweben ist ziemlich bitter! Ist ziemlich bitter! Also, echt lustiger Modus. Das erste Mal, dass ich ihn spiele. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr vielleicht mir ein bisschen helfen könnt. Einfach mal in die Kommentare schreibt, was man in diesem Modus viel besser machen kann. 6 Kills, ist das gut? Also ich finde mich gut. Aber es wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Also es macht wirklich Laune. Hier ist auch ein bisschen Teamplay gefragt, obwohl das eigentlich auch nur ein Geschnetzel ist. Aber man ist schon mal nicht auf sich alleine gestellt, so wie in One in a Chamber. Komm. Schön sprinten und dazu springen. Und wir haben ihn gleich, 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 wir haben ihn gleich. Alter, guck mal, wie der läuft. Der ist doch verrückt. Jetzt kann ich mir aber vielleicht gleich mal abgucken, was er machen muss. Was macht denn der? Er lenkt uns, glaube ich, einfach nur ab. Junge, wie. Ey, das mache ich jetzt auch. Komm, ich laufe jetzt auch mal ein bisschen verrückt. Oh, oh, wann ist dieses Spiel vorbei? Das Ganze dauert schon. Ach ne, es dauert noch 6 Minuten. Okay, und dann ist die Maximalzeit erreicht. Ich laufe jetzt auch mal ein bisschen weg.
Und jetzt, wird gefightet. Da helfe ich doch. Und ich habe direkt einen getötet. Da helfe ich doch. Denn ich bin der Terminator. Bob. Bob. Nice. Unser Team hat's im Griff. Und jetzt laufe ich wieder rum. Und gleich staube ich was ab. Hier. Der will getötet werden. Jetzt wurde ich getötet. Wie viele Kills habe ich eigentlich? 8. Oh yeah. Also ich bin wirklich stolz auf mich. Ich bin gespannt, wie viele Kills hier Cav hätte oder wie viele Kills. Was sind eure meisten Kills bei diesem Spiel? Ich meine, das hat ja irgendwie eine Zeitbegrenzung. 10, 15 Minuten, irgendwie sowas. Was sind eure meisten Kills bei Cowboys and Indianers? Aliens and Cowboys. So einen Film gab's mal, hat aber mit diesem Spielmodus nicht viel zu tun. Außer die Landschaft ist vielleicht ähnlich. Und... Oh. Ah, da war einer in meinem Hinterhalt. Der hat mir mies in den Nacken gestochen. Und los geht's. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter, einfach stetzeln. Oh, wen haben wir hier? Oh, nice. Der ist tot. Ich habe keine Pfeile mehr, also wechsle ich auf mein Holzschwert. 2 Captures für die Cowboys. Also ich vermute mal, wir sind die Indianer. Das vermute ich jetzt einfach mal. Ich bin mir aber ehrlich gesagt immer noch nicht hundertprozentig sicher. Wie viele sind das? Junge, wie viele wollen mich hier haben? Hier kommt mein Team. Und was mache ich? Ich gehe erstmal hoch und aus dem Hinterhalt. Oh mein Gott, der fightet alleine gegen... Ne. Ich habe überlebt. Yes. Weil ich ins Wasser gefallen bin. Top, top. Und hier kann ich vielleicht von hinten mir wen wegschnappen. Oh, und das kann ich, glaube ich. Komm. Komm ran. Muss hier irgendwie hoch. Noch 4 Minuten. Alter, wie geil der gefangen wurde. Oh, jetzt wurde ich gekillt. Also ich habe nach wie vor 9 Kills. So viel ist... Ne, 8 Kills. Komm, den 9. hole ich mir jetzt. Komm schon. Komm schon. Nice! Nice, nice, nice! Ich hab doch gesagt, ich hol mir den 9. Hopp, 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 hopp! Ah, er hat mich schneller getötet, als ich ihn mit Bögen und Pfeilen bearbeiten konnte. Junge, hier wird einfach nur gierig gedefft. Wir haben einen Punkt! Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall die Indianer. So, jetzt habe ich den Beweis. Komm schon! Komm, ab, 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 ab! Oh, ich bin wieder tot. Aber ich habe ihn mit Sicherheit geschwächt. Und dadurch kann mein Team ihn finishen. Wow, da habe ich wieder hingekriegt. Und ist der Vogel? Ah, da. Okay, die sind jetzt alle tot. Und jetzt heißt es wieder für uns... Attacke! 2 Minuten. Es ist absolut ausgeglichen. Ich habe 10 Kills. Was waren eure besten Kills? Auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Junge, Junge, Junge. Was ist hier diese Taktik? Was hat's mit diesen Läufern auf sich? Schreibt's mir ruhig mal in die Kommentare. Was ist das denn hier? Minenschacht! Das ist nicht wirklich ein Minenschacht, Alter. Na komm! Alter, wie tief ist dieser Schacht? Erinnert mich an meine Superhöhle.
Junge, da ist er raus. Auf der anderen Seite der Base. Und da ist wahrscheinlich jetzt die Basis der Indianer, oder? Der Cowboys. Sorry, ich bin ja Indianer. Ein AFKler! Nein, doch nicht! Shit! Und ich wollte ihn mir packen. Komm schon, packe ich mir hier wenigstens ein! Ein in der gegnerischen Base! Nein! Oh. Aber dieser sneaky Eingang hier, der hat mich überzeugt. Eine Minute noch Zeit, dann ist das Spiel vorbei. Es steht 2 zu 2. Ich habe 10 Kills. Aber ganz ehrlich, dieses Sneaky ist ganz geil, aber es passiert hier eigentlich mehr. Was war das jetzt für ein Zeichen? Wieso gab es gerade so einen komischen Sound? Die Indianer haben den dritten Capture! Noch ein einziger Capture und wir haben es. Hahaha! Habe ich mich da schnell. Nicht schnell genug umgedreht. Fuck! Und ich dachte echt, ich habe mich schnell genug umgedreht. So, das heißt, wir haben es jetzt, glaube ich, in 25 Sekunden gewonnen. Wahrscheinlich, wer mehr Captures hat. Also noch ganz, verstehe ich hier nicht. Was, den nächsten? Es ist irgendwie gewonnen. Es ist irgendwie gewonnen. Erklärt mir bitte in den Kommentaren, wie funktioniert dieser Spielmodus genau. Und ich glaube, ich würde ihn gerne noch einmal spielen. Wenn ich besser verstehe, was man hier machen muss, kann ich, glaube ich, auch effektiver meinem Team helfen. Schreibt mir in die Kommentare, was man machen muss. Was waren eure besten Kills? Ich bin euer Powerwall. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.